Now life has taken you away, and we won't get another chance. Don't leave. Christian von Lahnstein? Sorry, irgendwie ist die Alarmanlage von meinem Wagen losgegangen. In 5 Minuten Pause? Ach so, klar. Tristan? Wie findest du es denn bis jetzt? Sagen wir mal, dein Vertrag ist gerettet. Noch so ein Kompliment und ich verlange eine höhere Gage. 5 Minuten, dann bin ich zurück. Okay. Könntest du es noch mal laufen lassen? Ja, klar. I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. Aber allein der Gedanke, dass wir der Grund waren dafür, dass... Dana, selbst wenn, du hättest trotzdem nichts dafür gekonnt. Du hast den gleichen Fehler gemacht wie Marlene. Du hast die Schuld bei dir gesucht. Deshalb verstehst du wahrscheinlich auch so gut, was mit Marlene vorgeht. Aber damit bist du ja keine Hilfe. Ich bin einfach nur froh, dass es ihr jetzt besser geht. Du hättest sie vorhin mal sehen sollen. Sie ist so stark. Going insane. Will I get through this pain? Now life has taken you away and we won't get another chance. Don't leave me here alone. Please stay and take my hand. Tristan kommt jeden Moment zurück. Er ist nur kurz auf Toilette. Tatsächlich? Ja. Und wer hat dann gerade die Alarmanlage an seinem Auto ausgemacht? Dafür gesorgt, dass wir ungestört sind, korrekt. Pfefferspray. Böses Mädchen. Fehlalarm. Scheint so. Keine Chance. Du bleibst hier. Marlene wollte mich anrufen. Jetzt entspann dich doch mal. Ich denke, sie ist im Tonstudio. In der Pause. Vielleicht hat sie ja noch gar keine Pause gemacht. Ja, vielleicht hast du recht. Ich sollte sie nicht stören. Also ich denke mal, in einem Tonstudio macht man sein Handy aus. Hm? Du kleines Stück Dreck. Jetzt pass mal gut auf. Hör auf, Lügen zu erzählen. Über dich, mich, über unsere gemeinsame Nacht. Du hast genau das gekriegt, was du verdient hast. Kann ich noch?
Klar, ich bin schon mal unten. Dana, hi. Wenn du nicht aufhörst, so eine Scheiße zu erzählen, dann lernst du mich kennen. Es geht hier um meinen Ruf und um meine Karriere. Und das lasse ich mir von dir nicht kaputt machen. Hast du das verstanden? Nein, wirklich. Marlene ist gut drauf. Natürlich hatte ich Sorge, dass sie mich wieder hängen lässt, aber es läuft super gerade. Kann ich sie mal sprechen? Sie ist unten im Studio. Ja, wie, und du nicht? Wenn du es wagst, mit der Geschichte zur Polizei zu gehen, dann bist du dran. Dann mach ich dich fertig. Das heißt, Marlene sitzt allein im Studio. Niemand ist bei ihr. Im Moment nicht. Wieso? Nichts. Wir hören uns. Dana? Sollen wir hinfahren? Sie hat sich gerade ein bisschen beruhigt. Ich mach sie noch ganz irre mit meiner Sorge. Hey, das wird schon alles in Ordnung sein. Tristan ist ja noch kurz vor der Tür. Schicken Sie am besten den Kostenvoranschlag für die Videokamera an uns, weil wir müssen das erstmal klären mit dem Vermieter, wer das dann zahlt. Alles klar. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, hier, schauen Sie. Oh, vielen Dank. Tschüss. Lass ich mal auf. Das ging ja schneller als gedacht. Na, wenn die Anlage erstmal eingebaut ist, wird sie Marlene bestimmt ein Gefühl von Sicherheit geben. Bestimmt. Dass sie auch heute schon wieder arbeiten muss. Vielleicht übernimmt sie sich auch ein bisschen. Mach dir nicht so viele Sorgen. Marlene liebt ihre Arbeit und ein bisschen abzulenken tut ihr gut. Wo steckt denn eigentlich Kim? Wieso? Die wollte doch längst wieder hier sein zum Mittag. Sie ist noch mit Miriam verabredet. Bist du dir sicher? Warum ruft sie bitte nicht an? Sie kann doch sonst alles mit ihrem Handy. Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn ich wissen will, wo die Kleine steckt. Da draußen kann sonst was passieren. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich sie suchen sollte, wenn was passiert. Ich bin mit Miriam im Kino, komme gleich danach nach Hause. Kim, alles ist gut. Tut mir leid, Vicky. Ich bin einfach ein bisschen unentspannt. Du hast mich seit langer Zeit mal wieder Vicky genannt. Dana hat mich übrigens gerade angerufen und... Marlene? Marlene? Pfefferspray? Marlene gesehen? Nee, aber die Notausgangstür, die war offen. Yeah.
Ja, sieht so aus, als hättest du heute früher Feierabend. Okay. Die Frau macht mich wahnsinnig. Tristan von Landstein hier. Ich weiß, ich hatte ihn eigentlich heute Abend freigegeben, aber es sieht so aus, als würden wir sie doch brauchen. Marlene ist indisponiert. Melden Sie sich, sobald Sie das hören. Wo ist denn Marlene? Schaut euch um, wenn ihr sie findet, dürft ihr sie gerne behalten. Sie ist nicht hier. Sie ist eben durch den Notausgang getürmt, als ich kurz draußen war. Verdammt. Das Pfefferspray ist weg. Meinst du zufällig das hier? Das habe ich eben auf dem Boden gefunden. Ich suche sie. Halt. Was ist los? Marlene ist schon seit Tagen so komisch. Und ihr werdet auch immer sonderbarer, also rede dich nicht einfach wieder raus. Sorry, Tristan. Wenn du sicher gehen willst, dann die Zweitbesetzung. Was sitzt du denn hier herum? Hey, Tristan. Ich bin ein bisschen früh dran. Ich habe einen Beratungstermin mit deinem alten Herrn. Vielen Dank nochmal für die vertrauensvolle Empfehlung. Gern geschehen. Ich habe mir eure komplette Firmenstruktur angesehen. Gute Neuigkeiten. Die Bilanzen von Lanschan Entertainment sind gut. Noch. Noch? Sag doch gleich, dass es um Marlene geht. Die ganze Geschichte dreht sich nur um sie. Habe ich recht? Ich habe Marlene zu nichts gezwungen, okay? Sag mal, wovon redest du eigentlich? Erklär mir, was in dieser Frau vorgeht. Heute Morgen war sie noch super drauf und dann haut sie auf einmal aus heiterem Himmel durch den Notausgang ab, mitten in der Aufnahme. Du weißt, wie gern ich Marlene mag. Aber wirklich professionell ist ihr Verhalten nicht, oder? Nicht wirklich. In meiner Branche könntest du dir so ein Verhalten jedenfalls nicht leisten. Da wird man sofort gefeuert. Aber vielleicht ist das im Showbusiness ja anders. Marlene, ist alles... Komm, ich bring dich in den Zimmer. Scheint so, als wenn Alexander im Tonstudio war. Was? Und wo war dein Bruder? Kurz draußen, er hat den Fehlalarm an seinem Wagen. Würde mich nicht wundern, wenn Alexander den ausgelöst hat. Dann war sie also allein mit ihm. Und dieses Drecksschwein sie nicht bald in Ruhe lässt. Dabei sah es heute Mittag so aus, als ob sie endlich die Kraft hätte, sich gegen ihn zu wehren. Warum hat Tristan sie überhaupt allein gelassen? Thomas, ich bitte dich, er weiß doch überhaupt nicht, was passiert ist. Ja, da siehst du mal, was das für ein Riesenfehler ist. Marlene braucht Schutz. Aber wie soll das passieren, wenn niemand Bescheid weiß? Lass sie. Ich rede jetzt mit ihr. So kann es doch nicht weitergehen. Aber sie muss selbst begreifen. Versteh das doch endlich. Marlene muss Hilfe wollen, sonst nützt das alles nichts. Aber wir können sie doch jetzt nicht allein lassen. Sie muss doch wissen, dass wir für sie da sind. Aber dann wird sich nie etwas ändern, weil ihr System weiter funktioniert. Lass sie allein. Auch wenn das schwer zu verstehen ist. Je hilfloser sie sich fühlt, desto besser. Sie muss begreifen, dass sie in einer Sackgasse steckt. Und du glaubst, dass das Richtige ist? Vertrau mir. Da die erste Kollektion dem Fachpublikum zu ausgefallen war, habe ich etwas klassischer gedacht. Hier, was sagst du dazu? Wow. Das ist natürlich nur ein erster Entwurf. Ich bin ja kein Fachmann, aber... Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu erreichen. Nicht. Ja, wiederhin. Was ist los? Ich muss Lily Rose absagen. Das ist los.
Moment, absagen? Aber doch nur für morgen, oder? Tja, hoffen wir es mal. Ist Marlene mal wieder... Frag nicht. Und die Zweitbesetzung? Der habe ich intelligenterweise freigegeben. Die amüsiert sich gerade auf irgendeiner Skihütte in Österreich. Ups. Es war so verdammt schwierig, Lahnstein Entertainment überhaupt am Markt zu etablieren. Und jetzt, wo gerade alles rund läuft, da zwickt meine Hauptdarstellerin rum. Hast du denn noch mal versucht, mit ihr zu reden? Weißt du was? Genau das werde ich jetzt tun. Ich habe ihre Star-Ölin sowas von satt. Ich werde jetzt zu ihr hinfahren und ihr die Pistole auf die Brust setzen. Entweder sie singt oder... Oder? Was würdest du denn tun an meiner Stelle? Als Vorgesetzter oder... Als Vorgesetzter. Ich würde wahrscheinlich eine Kündigung in Erwägung ziehen. Marlene, rund um die Uhr beschützen. Wie soll das gehen? Es muss gehen. Dieser Psychopath darf keine Möglichkeit mehr haben, ihr nahe zu kommen. Wie sollen wir das denn durchhalten? Wir müssen alle arbeiten, Marlene auch. Wenn wir doch erwägen, die Polizei einzuschalten? Hinter ihrem Rücken. Ja. Ihr könnt sie nicht beschützen. Also schon gar nicht rund um die Uhr. Das muss Marlene selbst machen. Sie muss lernen, dass sie Hilfe braucht. Und bis dahin? Soll ich abwarten, bis der Kerl ihr was antut? Ich will doch auch was tun, Thomas. Ich will sie auch unterstützen und dir helfen. Aber die Frage ist doch, wie man das am besten macht. Indem wir sie ermutigen, sich zu wehren. Anstatt sie in Watte zu packen. Das ist bestimmt Kim. Ich geh schon. Darf ich reinkommen? Wo ist Marlene? Tristan, das ist im Moment ganz schlecht. Es ist immer schlecht in letzter Zeit. Aber leider habe ich eine Firma und eine Menge Mitarbeiter, die sich auf mich verlassen. Also darf ich jetzt bitte mit Marlene sprechen? So leid es uns tut. Nein. Gut. Dann geben Sie mir bitte das hier. Was ist das? Ihre fristlose Kündigung. Guten Tag, ich brauche Ihre Hilfe. Mann, Tristan, du machst einen Riesenfehler. Marlene braucht ihre Arbeit gerade jetzt. Und ich brauche eine Hauptdarstellerin gerade jetzt. Ich kann sie ja verstehen, aber Marlene macht gerade eine ganz schwierige Zeit durch. Das ist kein Grund, ständig alle Termine platzen zu lassen. Unter normalen Umständen wäre sie längst gefeuert worden. Wenn du wüsstest. Ich weiß aber nicht, weil hier kein Mensch mit mir redet. Und deshalb muss ich professionell entscheiden. Hey, so mein Freund, jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Sie sind nicht nur Marlenes Chef, sondern auch Ihr Freund. Ich dachte, Marlene bedeutet ihr was. Das tut sie. Und ich lasse mich ja ganz bestimmt nicht in die Ecke herzloser Produzenten arschdrängen. Aber ich kann unter diesen Umständen einfach nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Ich riskiere, die Firma vor die Wand zu fahren. Und deshalb ist Marlene raus, egal was der Grund für ihre Allüren ist. Allüren? Sie haben doch gar keine Ahnung! Marlene ist vergewaltigt worden. Von Alexander.